So, es geht weiter mit Mega Man 10 und ich habe ein bisschen rumgefahren bis zu 9 E-Tanks. Und was gibt's im Shop noch? Ja, 0 Schrauben. Also mit Leben ist nichts, obwohl, haha, ich habe ja aus Mega Man 2 Difficult gelernt, dass es unnütz wäre, sich unnötig ein Leben zu farmen. Denn, tja, sind die ganzen Waffen weg. Ich darf bloß mit meinen E-Tanks nicht so, ja, radikal umgehen. Ich würde die mir schon gern für Wily aufsparen. Ich meine, ich könnte sie mehr zurückfarmen, ja, aber das dauert wieder Zeit. Und ja. Aber ich finde es im Gegensatz zu Teil 9 vorteilhafter, dass es hier funktioniert mit der Farmerei. Das ist wirklich wesentlich leichter. So. Natürlich wieder mal die Great 8. Wie in jedem Mega Man Teil. So, hier oben. Wer ist hier oben drin? An der Spitze. Ach so. Der Jota Solarmann. Gegen den Solarmann. War, glaube ich, das Wasserschild effektiv, oder? Ja. Natürlich das Wasserschild. So, der klappt schon mal ganz gut. War er hier? Ach so. Ja, bloß den weiß ich. Den weiß ich jetzt nicht. Es gibt ja immer die Typen, die gegen ihre eigene Waffe schwach sind. Moment, die Clash Bombs? Na, ich glaube. Ich glaube ja. Dass es die Clash-Bombs sind. Na toll, jetzt ist es sowieso verkackt. Okay, ja. Erstmal austesten. So, er hier. Was ist die Waffe gegen ihn? Achso, das weiß ich noch. Das war ja. Hier der Sea-Spike. Der Typ ist nervig. Aber hey, solange er nur das macht, ist es schon recht in Ordnung. Was? Das ist uncool. Okay, da drin ist. Ach so. Der gechillte Mann. Gegen den gechillten Mann war es ja, glaube ich. Solar, oder? Mann. Solar. Ja, das ist noch die Test. Das ist noch die Testphase. Das ist gerade noch die Testphase. Die kriegen wir schon down. Die krieg ich schon down. Ich muss mich Gegner für Gegner konzentrieren auf den jeweiligen Typi. Weiß nicht, soll ich Blade Man erstmal trainieren? Eigentlich ging der ja vom Typ her. So, wir waren hier oben. Ach du! Bei dir habe ich auch lange gebraucht. Aber was ist
die Waffe ging nicht. Blades? Nee, Blades sind's nicht. Wasserschild oder was anderes. Ah, vielleicht der Sea-Strike. Dass das die Waffe gewesen ist. Ah, Moment, der Sea-Strike macht die Wolken kaputt. Dann ist das die Waffe. Dann ist das die Waffe. Sea Strike macht die Wolken kaputt. Ansonsten, ja, mit der Buster. Mit der Buster. Mit der Dolly Buster. So. Dann wird das Problem schon mal weg. Das nächste Ach ja, er hier. Was war er denn? Er war nicht Blade. Katarat, glaube ich, oder? Ja. Der Typi war der. Der Typi war Cutter. Ja, erstmal trainieren das Ganze. Erstmal üben. Er war der Cutter. Und er war ein Arschloch. Er war ein ganz großes Arschloch. So, was war er denn? Ach. Der Pumpenmann. Blades nicht. Nee, die waren es doch nicht. Ach, stimmt ja. Richtig, die Wolle. Die Wolle war's. Ja, ich würde sagen, probieren wir es einfach mal. Probieren wir es einfach mal. Mit seiner scheiß Pumpe. Mann, Arschloch! Okay, wenn er das macht, dann geht das.
plus das macht, dann geht das. Ja, hast sowieso gerade nur Training. Von daher drauf geschissen. So, die Passage ist kein Problem. Die Passage ist kein Problem. Das eigentliche Problem sind die Great Eight. Und die müssen wir jetzt trainieren. Die muss ich jetzt trainieren. Ich würde sagen, ich fange mal konsequent mit dem Pumpenmann an. Scheiße. Mann, er trifft mich sein scheiß Schild noch. Trifft mich ein scheiß Schild noch. Jetzt wünschte ich hätte Alexman. Jetzt wünschte ich hätte Alexmans Waffe. Okay, der zweite Sprung von ihm ist immer hoch. Oder macht er das random? Jedenfalls sein vierter Sprung ist immer, oder nicht der letzte. Ich kann ihn nicht abschätzen. Ich kann die nicht abschätzen. Mann. Okay, wer ist hier drin? Kann ich schon mal schauen. Okay, Gras. Ach so. Strike Man. Was hat denn Strike Man für eine Waffe? Ach so. Die Blades. Strike Man sind die Blades. Okay, Strike Man geht soweit. Er eigentlich auch. Wenn er nicht so ein Arschloch wäre. Wenn er nicht so ein Arschloch wäre.